Ich mache Bochum freundlicher und kommunikativer. Mein Name ist Jagoda, Jagoda Josch. Ich bin im Repräsentationsteam, also im Repräsentationsbüro der Stadt Bochum. Wir schreiben unter anderem die Reden und die Grußworte für den Oberbürgermeister und die BürgermeisterInnen. Und außerdem kümmern wir uns um Bundesverdienstorden. Zwischendurch mache ich mir natürlich auch Kaffee. Auch das gehört für mich zu einem guten Arbeitstag. Wir machen außerdem Veranstaltungen im Rathaus, also wenn es Empfänge gibt. Ich vor allen Dingen kümmere mich außerdem noch um den Bereich Städtepartnerschaften mit einer Kollegin aus einem anderen Team zusammen. Mich begeistert bei der Stadt Bochum die Freiheit, die ich habe. Das denkt man ja bei einer Stadtverwaltung meistens nicht, aber ich bin tatsächlich relativ frei in dem, was ich mache. Außerdem begeistern mich die KollegInnen. Mit denen arbeite ich immer wieder gerne zusammen. Und was man alles über Bochum lernt, was ich bisher noch nicht gewusst habe. Spannend. Immer wieder neu. Nette Leute. Das waren jetzt mehr als drei Worte. Also mich würde zum Beispiel die Arbeit eines Standesbeamten total reizen. Ich finde das Stadtarchiv total spannend. Ganz viele Orte würden mich hier tatsächlich noch reizen. Ich glaube, ein ganz besonderer Moment. Ich durfte 2019 die Delegation nach Japan, nach Tsukuba begleiten, weil wir 2019 ja eine japanische Partnerstadt dazu bekommen haben. Das hatte ich im Vorfeld halt vorbereitet und durfte dann eben auch mit nach Japan, um dann vor Ort alles zu managen. Das war zum einen natürlich ein bisschen herausfordernd, aber andersherum halt auch einfach echt toll, auch gerade von Anfang an bei so einer Städtepartnerschaft dabei zu sein, ist irgendwie was ganz Besonderes, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich am meisten stolz darauf bin, aber sehr gefordert hat mich auf jeden Fall das Jubiläum, 700 Jahre Bochum 2021. Das war auf mehrere Arten herausfordernd. Es war noch zu Corona-Zeiten, das heißt, es lief alles irgendwie ganz anders, als es eigentlich ursprünglich geplant gewesen ist. Wirklich ein riesiges Projekt. Zusätzlich waren in dem Jahr noch Ehrenringverleihungen. Ja, das war schon ein sehr herausforderndes, aber auch danach war ich dann auch froh, dass ich es irgendwie geschafft habe. Ich glaube, ich habe tatsächlich relativ viel Büro-Deko-Objekte. Ich habe zum einen ein kleines Stoffalpaka, das war ein Geschenk aus Sheffield. Ich habe einmal Agretzko, das ist eine japanische Anime-Figur. Ich habe den Mandalorian. Ich habe außerdem zwei Bilder, einmal Spider-Man und einmal Iron Man. Ja, und von Guardians of the Galaxy habe ich auch noch ein Figürchen stehen. Und Blumen. Blumen sind auch wichtig. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so ein großes Geheimnis und ich weiß nicht, ob es so ein großes Talent ist, aber ich singe jedenfalls sehr gerne. Mein Lieblingsort in Bochum ist, glaube ich, ganz spontan das Planetarium. Ja, da bin ich sehr gerne. Was mache ich nach Feierabend? Also nach Feierabend, ich spiele sehr, sehr gerne Brettspiele, immer mal wieder ins Kino gehen. Ich zeichne sehr gerne und ja, treffe mich, ich glaube, das hat man auch in der Schule schon immer geschrieben, ich treffe mich gerne mit Freundinnen und Freunden. Meine drei Lieblings-Apps, privat oder beruflich? Beides. Beides. Ich nutze sehr gerne Instagram. Ich lese nämlich auch sehr gerne und mache sehr gerne Bookstagram. Ich nutze mittlerweile zumindest passiv sehr gerne LinkedIn, dass ich mich da immer so ein bisschen informiere, was gerade so überall in der Berufswelt passiert. Und Spotify. Ich höre sehr, sehr viel Musik und Hörbücher und das geht ja über Spotify eigentlich ziemlich gut.